Ja, danke, Friederike. Hallo, guten Morgen, guten Tag auch von uns an diesem ja doch bei uns zumindest sehr stürmisch, herbstlich, regnerischen Tag. Wir steigen heute gleich ein. Ich habe mir gerade überlegt, wie man einen idealen Einstieg macht. Und ich habe einen tollen Artikel heute Morgen dazu gelesen. Da ging es wieder um den ersten Satz. Wie macht man den ersten Satz? Am besten, man interessiert Lernende oder ja, das Publikum dafür. Und man soll immer was Tolles sagen am Anfang, sowas wie Apple erfindet das Telefon neu. Ja, so einen richtigen Knaller. Und jetzt habe ich überlegt, wie kann unser Knaller heute aussehen? Das Telefon haben wir nicht erfunden, das Smartphone auch nicht. Aber das Leben gestaltet, und ich denke, das Leben, das werden wir heute auch sehen, das Leben gestaltet Lernumgebungen neu. Das ist unser, ja, Motto für heute und ich bin ganz gespannt, was Sie am Ende auch für Fragen stellen werden und zu welchen Einsichten wir heute gemeinsam gelangen werden. Das Leben gestaltet Lernumgebungen neu. Es gestaltet nämlich Lernumgebungen digital. Und digitale Lernumgebungen kennen wir ja, digitale Kommunikationsumgebungen kennen wir aus unserem Alltag. Wir nutzen digitale Medien, um zu kommunizieren, um uns auszutauschen, um Menschen kennenzulernen, um mit Menschen in Kontakt zu treten. Und genau das ist auch eine weitere Idee, die für uns heute ganz wichtig ist. Das Leben und unser Leben eben auch, das wir geschrieben haben, das Leben führt zusammen. Für uns ein ganz wichtiger Punkt. Ja, das Leben führt zusammen. Das haben wir in der letzten Zeit, denke ich, auch durch Corona sehr, ja, im eigenen Leib sehr intensiv erfahren, dass wir zwar zusammen sind, aber doch eher medienvermittelt Kontakte haben. Und deswegen interessiert uns als erstes, Sie haben sicher im letzten halben oder dreiviertel Jahr sehr viel mit digitalen Medien gearbeitet, mit Blogs, mit YouTubes, möglicherweise auch mit Anwendungen wie Padlet oder Quizlet. Welche digitalen Anwendungen nutzen Sie derzeit in Ihrem Unterricht? Es wäre schön, wenn Sie uns da ein paar Hinweise im Chat kurz geben könnten. Ja, unsere Veranstaltung ist die zweite in einer ganzen Veranstaltungsreihe mit drei unterschiedlichen Veranstaltungen. Da geht es eben, ja, auf der einen Seite, letzte Woche ging es um das Leben erstmal grundsätzlich kennenzulernen und den Produktkranz haben wir Ihnen letzte Woche vorgestellt, den Sie hier gerade sehen. Und das, worum es uns heute geht, ist, dass wir das, was wir letzte Woche gesagt haben, um digital und zeitgemäßes Gestalten von Lernumgebungen ergänzen. So, wie sieht das im Wesentlichen aus? Die Folie kennen Sie auch vom letzten Mal. Für die, die jetzt heute ganz neu mit dazu geschaltet sind, was ist das Leben? Das Leben ist ein Kurs- und Übungsbuch. Das Buch selber, das physische Buch, ist im Moment auch noch so das Hauptmedium. Also das Kursbuch gestaltet sich in 16 Kursbucheinheiten. Zu jeder Kursbucheinheit gibt es einen Übungsbuchteil. Kursbuch und Übungsbuch haben jeweils 6 Seiten, wobei das Kursbuch auch wieder das Doppelseitenprinzip verfolgt. Im Übungsbuchteil finden dann ja Übungen statt zum intensiven Wortschatz- und Grammatiktraining. Und am Ende gibt es jeweils auf der Seite 6 eine Überblicksseite, um zu gucken, was war eigentlich Inhalt und auch ja, teilweise um zu bewerten, ob man die Inhalte auch schon beherrscht. Und das Ganze wird ergänzt durch 4 Plateaus, die auch wieder 6 Seiten haben mit, ja, was wir uns gleich angucken werden, der Telenovela oder Ausschnitte aus der Telenovela der Deutschen Welle aus Nikos Weg. Dann gibt es eine Doppelseite zum Thema Wörterspiele Training und auch unsere Literaturdoppelseite, die wir extra aufgenommen haben, auch auf besonderen Wunsch von Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, wir wünschen uns mehr Literatur auch schon in Lehrwerken auf A1. Also Literatur nicht erst ab B2, sondern auch schon auf A1. Und wir sind da auch natürlich sehr gespannt auf die Rückmeldung. Ja, digital und zeitgemäß, wodurch ist das Leben und wodurch wird die Lernumgebung auch neu gestaltet? Einfach durch Audios und Videos auf dem Smartphone abrufbar, haben wir lange überlegt, ist eine Möglichkeit, war uns aber in dem Moment ein bisschen zu wenig. Deswegen haben wir gesagt, wir setzen nicht nur auf Audios und Videos, die man am Smartphone abrufen kann, sondern wir versuchen, interaktive Anwendungen neu zu gestalten, Aufgaben und Übungen neu zu gestalten. Und Sie
sie optimal auch mit dem, was im Kursbuch geschieht, mit den Übungen im Kursbuch zu ergänzen und das Kursbuch sinnvoll zu erweitern, vor dem Hintergrund, dass wir hier natürlich nicht interaktive Übungen nutzen, um ja geschlossene Übungsformate zu bearbeiten, sondern Interaktivität, so wie wir sie nutzen können, soll immer auch die Interaktion im Kursraum fördern. Also das Miteinander sprechen, miteinander etwas aushandeln, mit Sprache handeln, Sprache in den Mund nehmen und auch das soll durch alles, was am Smartphone läuft, gefördert werden. Das, was wir hier heute besprechen, sind also die Videos, die wir im Kursbuch anbieten. Wir haben das letzte Woche auch schon mal angedeutet, also ein breites Videoangebot, das Video im Kursbuch in unterschiedlichen Ausprägungen, dann das Video-Karaoke-Angebot im Übungsbuch und die Aufgabenerweiterung im Kursbuch und die interaktiven Übungen auch im Übungsbuchteil. Das sind so im Wesentlichen die digitalen Anteile. Und für uns ist wichtig, Ihnen heute zu zeigen, wie Sie vernetzt, verzahnt sind mit dem, was im Kurs- und Übungsbuch stattfindet. So, jetzt hängt meine PowerPoint. Ja, und damit übergebe ich an meine Kollegin Rita. Danke, Christina. Dann mache ich hier mal weiter. Du hast ja jetzt schon etwas Spannung aufgebaut mit den ersten Hinweisen zu dem, was an digitalen Angeboten im Leben und auch in das Leben zur Verfügung steht. Wir haben hier im Chat schon eine ganze Reihe von Antworten von interessanten Apps, die in Unterrichtsszenarien angewendet werden, die wir auch schon angewendet haben und möchten Ihnen jetzt mal zeigen, wie wir im Leben digital vorgehen. Uns war wichtig, und da sieht man ja auch, dass Ihnen das sehr wichtig ist an der Auswahl vieler Apps, die ich hier so sehe im Chatverlauf. Uns ist ganz wichtig, dass eine App dazu führt, dass Lernende mitmachen. Und die Frage ist, wie geht das? Wir haben uns einiges einfallen lassen im Bereich Aufgabenerweiterung im Kursbuch. Das heißt, das ist eine Aufgabenerweiterung mit der App, die im Unterricht stattfindet, wo Lernende zum Teil auch unterschiedliche Informationen in der App abrufen. Wie so etwas in etwa funktionieren kann, das zeigen wir Ihnen gleich auch. Naja, und natürlich gibt es die interaktiven Übungen, wie schon gesagt, am Ende des Übungsbuchteils. Die kann man natürlich auch schon vorher aufrufen. Da sind sie im Buch jedenfalls verankert, in der App ständig abrufbar. Diese Übungen dienen der Vertiefung, der Wiederholung und dem Üben tatsächlich. Und sind eigentlich mehr so für zu Hause und unterwegs gedacht, aber wer möchte, wenn Sie zum Beispiel eine Gruppe haben, in der einige Lernende deutlich schneller sind als andere, dann könnten Sie dort auch schon Hinweise geben, womit Sie als nächstes weitermachen könnten oder wo Sie nochmal Wortschatz wiederholen können. Aktiv mitmachen, sehen wir gleich. Auch aktiv gestalten natürlich. Viel hören ist ganz wichtig. Wir lernen ganz viel übers Ohr. Ganz viele Menschen lernen ganz natürlich Fremdsprachen mit Hilfe des Gehörs. Und unser Audioangebot im Kurs- und Übungsbuch ist wirklich sehr groß, sehr vielfältig. Es sind sehr authentische Situationen. Es ist aber auch manchmal ein reines Lernangebot, zum Beispiel, wenn ich Wortschatz auch einmal höre. Viel erleben kann man im Leben natürlich auch in das Leben, in den Videos, die es im Kursbuch gibt. In jedem Übungsbuchteil, also zu jeder Einheit im Übungsbuch auch. Und des Weiteren haben wir eine sehr schöne Videonovela Nikos Weg in Teilen in den Plateaus auch integrieren können. Ich würde dann jetzt nochmal an Christina übergeben. Ja, wir haben jetzt schon mehrfach gesagt, abrufen, abrufen über das Smartphone. Das macht man heute mit einer App und wir arbeiten hier mit der PagePlayer-App,
die, und das sage ich diesmal auch ganz ausdrücklich, weil es da letzte Woche zu Nachfragen kam, kostenlos in allen üblichen App-Stores zum Download bereitsteht. Also da fallen keine zusätzlichen Kosten an. Sie können die sofort runterladen. Was man braucht, um sie zu starten, ist das Kursbuch natürlich. Aber die App selber verursacht keine zusätzlichen Kosten. In der App finden Sie die Inhalte, die auch offline verfügbar sind. Das heißt, man muss für die App auch nicht ständig online sein. Man kann hier kapitelweise die Inhalte laden und die Bücher oder die Buchseiten werden jeweils über den Coverscan im Menü aufgerufen. Und hier findet man auch in der App also alle interaktiven Anwendungen und die Audios und die Videos. Ja, Kursbuch. Gucken wir mal ganz kurz ins Kursbuch, um zu zeigen, wie sieht eigentlich die Verzahnung aus? Wie haben wir uns überlegt, soll die digitale Lernumgebung hier aussehen? Kursbuchseiten, und das sehen Sie jetzt hier am Beispiel der Einheit 3, da geht es also um den Arbeitsplatz Café. Ja, magazinartiger Aufschlag, magazinartige Anmutung entspricht den Lesegewohnheiten, hatten wir letzte Woche Ihnen schon gezeigt. Und ganz wichtig, vielleicht haben Sie sich jetzt gewundert, wo sind da die Arbeitsanleitungen? Die Arbeitsanleitungen finden Sie auf den Magazinseiten immer in unserem Anleitungsblock. Ja, hier sehen Sie den links unten. Und in dem Blog werden Sie unschwer einige ja, Icons wiedererkennen, die wir gerade Ihnen gezeigt haben. Sie erkennen das also Hör-Icon, das Audio-Icon und Sie erkennen auch das Icon für die interaktiven Anwendungen auf dem Smartphone. Das heißt, das wäre, also wer die Übungen bearbeiten möchte, einmal ganz wichtig mit dem Smartphone. Die Hörverstehenstexte abzurufen und dann auch in die interaktiven Übungen einzusteigen. So, wie macht man das? Also, wir sehen hier, ist unser Aufgabenblock. Jetzt sehen Sie den nochmal ein bisschen größer. Also, das erste wäre im Café internationale Wörter sammeln. Das machen wir alles im Plenum. Das machen wir zusammen und steigen dann ein in einen Hörtext. Den Hörtext können wir über die Smartphones jeweils individuell abrufen. Das individuelle Abrufen heißt, hier können Lernende ja einen Hörtext vielleicht einmal hören und sie können die Übung bearbeiten. Sie können vielleicht oder müssen den Hörtext auch mehrfach hören. Ja, also individuelles Hören ist uns hier sehr wichtig. Das können wir erreichen, indem eben wirklich gehört wird mit Hilfe des Smartphones und Kopfhörern dann in dem Fall. Man kann natürlich auch Hörtexte nach wie vor im Plenum hören. Ne? Dann hört man sie eben über Lautsprecher zusammen und hat eben dann auch entsprechend die Kontrolle, wie oft und wie lange eben hier an den Hörtexten jeweils gearbeitet wird. Aber das geht natürlich dann auch wieder auf Kosten der Individualität. Gut, interessanter sind dann natürlich auch die Übungen, bei denen es um die, wie wir sagen, Aufgabenerweiterung geht. Also wir haben eine Aufgabe, die hier quasi angedeutet wird im Kursbuch, die aber im Kursbuch selber nicht alle nötigen Informationen liefert, sondern die Informationen, die man braucht, um die Aufgabe zu bearbeiten, die findet man dann auf dem Smartphone, so wie in Übung 3 hier und in Übung 4. Ja, und uns geht es eben bei der Aufgabenerweiterung, wie gesagt, um Interaktion, um Kommunikation im Kursraum, im Unterricht, dass Lernende etwas machen, wobei sie die Medien nutzen. Die Medien unterstützen sie dabei. Da geht es also darum, Kaffee oder Tee, was trinken sie? Und es geht darum, wer ist Frieda, wer ist Lorenzo, sammeln sie Informationen. Und Kaffee oder Tee, was trinken sie? Dafür gibt es zum Beispiel auf dem Smartphone, Sie sehen das hier in der Anzeige, in der Grafik, gibt es eine Speisekarte, ja, so wie eine Kaffeespeisekarte aussehen kann. Und hier können die Lernenden Ich-Bezug,
selber auswählen, was sie gerne trinken möchten. Ich trinke Mineralwasser, ich trinke Orangensaft, ich trinke Eistee. Und du, ja, sie können durch den Kursraum gehen, sie haben das Handy dabei, sie sind mit dem Smartphone in der Hand auch mobil im besten Sinne, sind also auch mobil im Kursraum, können sich bewegen, können die Frage sehr oft stellen, sie bekommen die Frage sehr oft gestellt, der Sprachumsatz ist hoch, und wir wiederholen hier auf jeden Fall Wortschatz und die Struktur, was trinken Sie? Und im nächsten Schritt geht es ja dann auch um Frieda und Lorenzo, Informationen über die beiden zu sammeln. Und die Informationen wiederum stehen in den Texten im Kursbuch. Da können wir vielleicht gleich nochmal reingucken. Wie ich aber die Informationen erfrage, damit lassen wir die Lernenden nicht allein, sondern wir geben ihnen Hinweise, wie man fragen kann. Also hier werden Fragenvorschläge gemacht am Smartphone, die Sie nutzen können, um Informationen über Frieda und Lorenzo zu erfragen. Gehen wir noch mal ganz kurz zurück auf die Seite. Also die Informationen über Frieda und Lorenzo sind hier im Text. Das heißt, die Texte würden wir erst lesen und würden dann in die Übung reingehen und würden uns gegenseitig die Fragen zu Frieda und Lorenzo stellen. Und dabei unterstützt uns wiederum das Smartphone. Also Sie merken, nicht alles das, was im Kursraum läuft, steht im Kursbuch drin, sondern eine sinnvolle Aufgabenerweiterung im Sinne der Interaktionsförderung findet mit Hilfe der Smartphone-Anwendung statt. Ja, und das geht eigentlich bis in die Übungen auch rein. Getränke bestellen, Rita. Ja, das hier ist die zweite Doppelseite der Einheit 3 im Kursbuch. Die Sequenz haben wir Getränke genannt und wir beginnen mit Getränke bestellen. Ich stelle mir das eigentlich so vor, dass man jetzt die erste Doppelseite unter Umständen schon durchgenommen hat, nun neu zusammenkommt und zuallererst wird dann in einem Wörternetz Wortschatz nochmal wiederholt, nochmal aufgerufen. Alles, was jetzt in der letzten Unterrichtseinheit dran war, was zu Hause gemacht wurde, kann jetzt hier zum Thema Getränke nochmal an der Tafel im Kurs gesammelt werden. Alle gemeinsam. Dabei werden natürlich auch die Wörter laut ausgesprochen, was wiederum auch eine gute Gelegenheit für eine erste Korrektur wieder ist. Im zweiten Schritt lesen die Lernenden. Diese Mini-Dialoge, die sind ja wirklich sehr kurz, zwei kurze Dialoge und variieren sie. Das heißt, sie haben jetzt ein Wörternetz an der Tafel und können die Inhalte dort eben die verschiedenen Getränke für diese Variationen nutzen. Im dritten Schritt wird ein Video gezeigt und Sie sehen, wir haben hier zwei Abbildungen, die nicht ganz identisch sind. Und die Frage dazu ist, okay, was bekommt die Frieda, die jetzt eine Bestellung abgibt im Video, dann tatsächlich serviert? Da muss ich schon detailliert zuhören, um diese Aufgabe auflösen zu können. Ich gehe mal weiter und ich denke, wir haben dann jetzt auch hier das Video. Es sind interessante Themen, authentische Szenen, allgemein in den Einheiten. Es ist natürlich nicht alles im Café und nicht immer Frieda und Lorenzo, also auch sehr unterschiedliche Personen. Wir wollen echte Einblicke ermöglichen, aber auch eben ermöglichen, dass man, wenn man möchte, im Unterricht auch mal über ein Standbild noch schaut, was sieht man da, welche Wörter kenne ich schon. Da kann man also sehr vielfältig zusätzlich noch anders damit arbeiten. Auch dazu gibt es Hinweise in den Handreichungen. Ich würde Friederike jetzt bitten, das Video einmal anzuspielen. Wir benötigen das Video zur aktuellen Folie. Ja, ich hatte jetzt, das ist das Video für Folie 19. Welches ist es, das mit Milch und Zucker? Wir sind jetzt bestimmt, machst du es nochmal zu? Das haben wir eben gar nicht. Oder kannst du es zur Seite Na schieben? Wir klar. brauchen das Video zu Folie 18, bitte. Einen Moment bitte.
Könnt ihr mir noch mal sagen, welche, wie die, was die Überschrift von dem ist? Ist das die Videokaraoke oder? Nein. Ich sehe jetzt auch nicht alle. Was liegt denn? Also ich hatte eigentlich das zur PagePlay-App und danach wäre das jetzt gewesen, zwei Saft ohne Eis und dann hatten wir jetzt noch Videokaraoke mit Milch und Zucker für die Einheit 3. Dann machen wir es jetzt so. Ich erzähle kurz, oder ich glaube, eigentlich könnten alle mitmachen und sich die Situation auch leicht vorstellen, vermutlich. Frieda kommt ins Café, begegnet dort dem Lorenzo, der dort als Kellner arbeitet. Und Frieda ist eben diejenige, die im Café arbeitet. Die beiden sind uns schon auf der ersten Doppelseite begegnet. Dort gab es ja auch schon Fragen zu Frieda und Lorenzo. Und hier wird sie gefragt, was sie denn trinken möchte und gibt ihre Bestellung auf. Ich gehe dann mal direkt weiter. Ich glaube, dass Ah, ich habe es gefunden, Entschuldigung. Kannst mir jetzt doch, jetzt ja. ganz gerne noch mal zeigen, Entschuldigung. Mal sehen, ob ich es richtig zusammengefasst habe. Yeah. So, Cappuccino und Espresso. Guten Morgen. Hey, Frieda, wie geht's dir? Gut, danke. Und dir? Super, hier ist alles okay. Arbeitest du heute? Ja, klar. Leider ein bisschen. Was trinkst du? Tee. Oder? Nein, lieber Milchkaffee. Sehr gern. Willst du noch Wasser dazu? Ja, und ich nehme zwei Croissants, bitte. Wasser, Milchkaffee, zwei Croissants. Sofort. Danke. Ja, das ist also das Video, mit dem dann auch in der Einheit weitergearbeitet werden kann. Und entsprechende vertiefende Übungen gibt es dann noch im Übungsbuchteil. Aber zuerst macht Christina hier weiter mit der Aufgabenerweiterung. Ja, Aufgabenerweiterung, wir haben es gerade schon gesagt. Also Verzahnung zwischen Kursbuch und Smartphone, der App. Ich habe gerade gelesen, dass im Chat schon fleißig diskutiert wird, wie viele Geräte man dann auf dem Schreibtisch hat, ob man das Laptop braucht, ob man eine App braucht und das Buch. Im Prinzip hat jeder Lerner ja sowieso in der Regel das Buch und die App. Zu den weiteren digitalen Bestandteilen kommen wir nachher noch. Sie können natürlich auch gerade dann, wenn Sie online unterrichten, zum Beispiel auch mit der Lernplattform arbeiten. Das stellen wir im Anschluss vor. Jetzt soll es uns erstmal darum gehen, wie sehen die Übungen aus im Café, also Bestellung. Und Sie haben gemerkt, da steckt eine Menge Wortschatz drin. Wie kann man Wortschatz eben auch hier optimal trainieren? Und da gibt es natürlich mittlerweile auch Übungsformate, die in der App sehr gut zu bearbeiten sind. Wort-Bild-Zuordnung, Wort-Bild-gestützte Erarbeitung von Wortschatz. Hier mit Hilfe von Flashcards, von Karten. Da klicke ich auf das Bild dreht sich rum und es kommt dann die Bezeichnung dessen, was ich hier gerade sehe, also der Kaffee und der Wortschatz wird vertont und das ist wirklich dann der Mehrwert auch. Also nicht nur eine Wort-Bild-Zuordnung, sondern ich habe auch den Wortschatz nochmal vertont. Ich kann ihn nachsprechen, ich kann ihn vorsprechen und nochmal meine Sprache selber kontrollieren. Also hier habe ich auch sehr viele individuelle Übungsmöglichkeiten, um dann auch Wortschatz entsprechend zu erweitern. Ja, im Übungsbuch geht das Ganze dann auch weiter. Übungsbuch ist für uns ja von der Idee her einmal eine Sache sicher, die
ja, die Lernenden zu Hause bearbeiten. Deswegen finden Sie hier auch Übungen, die sehr gut verschlüsselbar sind, die auch mit dem Lösungsschlüssel dann selber kontrolliert werden können. Das Übungsbuch natürlich bietet sich auch an in Teilen, gerade auch in Intensivkursen, die mehr Übungsmaterial brauchen, die auch längere Zeit im Kursraum zur Übung zur Verfügung haben, auch da Kursbuchübungen dann zu nutzen. Aber auch hier, wie gesagt, Übungen, die Lerner hier zu Hause selbstständig nutzen können, also sehr viel Hörübungen, also dass wir auch zu Hause hören können. Und dazu war ja früher notwendig, dass man die Übungen oder die Hörübungen zusätzlich kauft. Alle die Übungen auch fürs Übungsbuch sind jetzt in der kostenlosen App vorhanden und können hierüber abgerufen werden jeweils. Ja, und es geht weiter mit der Übung Video Karaoke. Die kennen alle die, die vielleicht schon mit Studio D oder Studio 21 gearbeitet haben, auch aus dem Übungsbuch. Da ging es uns darum, eine Gesprächssimulation zu machen, die Lernenden in die Lage zu versetzen. Sie sollen das Gefühl entwickeln, dass sie selber an einem Gespräch teilnehmen als richtiger Gesprächspartner, Gesprächspartnerin. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das, was wir vorher über das Hören und Einsprechen, so quasi wie am Telefon, gemacht haben, das können wir jetzt erweitern über die Videokaraokes. Und ich glaube, dazu haben wir auch ein Beispiel, dass Sie einfach mal sehen, wie das Videokaraoke hier funktioniert. Friederike, spielst du das kurz an, bitte? Vielleicht sprechen Sie zu Hause auch mal für sich mit, um auszuprobieren, wie die Situation ist. Gut, ich kann vielleicht noch mal was sagen. Videokaraoke geht natürlich in die Richtung, Sie haben es erkannt, flüssiges Sprechen und die Lernenden beim Training des flüssigen Sprechens zu unterstützen. Sie sollen hier keine Fehler machen, sie sollen sich wirklich auf das Sprechen konzentrieren können, sodass wir also hier klar mit Untertiteln arbeiten und die Lernenden also auch mehrfach die Videokaraokes sich angucken können und selber auch an ihrer Flüssigkeit arbeiten können. Zu Hause dann, wie gesagt, in der selbstständigen Unterrichtsvor- und Nachbereitung. Ja, geht's jetzt? Möchten Sie noch etwas? Gerne. Das macht 5:30. Danke. Ja, Sie haben es erkannt und im Chat sehe ich gerade schon eine super Idee. Natürlich können sich die Lernenden dabei aufnehmen. Hey, wir arbeiten mit dem Smartphone. Jedes Smartphone hat eine Aufnahmefunktion, die sollten wir auch im Unterricht nutzen. Wir können also so eine Art gesprochene Hausaufgaben hieraus machen. Sie sprechen das ein und können vorher trainieren und eine Aufnahme wird dann an die Lehrenden geschickt zur Abschlusskontrolle quasi. Wer das nicht möchte, natürlich können die Lernenden auch sich selber aufnehmen, auch wieder das selbst Aufgenommene hier abspielen und sich kontrollieren. Also wir haben hier unterschiedliche Variationsmöglichkeiten auch, um mit einem Videokaraoke im Unterricht und auch zu Hause bei im Selbststudium dann zu arbeiten. Ja, interaktive Übungen ergänzen und erweitern das Übungsbuch um einige, ja in dem Fall geschlossene Übungsformate, Rita. Ja, genau. Also die interaktiven Übungen sind nicht im Buch abgedruckt oder so, die sind wirklich für zu Hause unterwegs, für digitales, mobiles Lernen sozusagen, laufen sehr gut auf jedem Smartphone, können also völlig problemlos über die PagePlayer-App installiert werden. Man hat dann das Lehrwerk und
im Lehrwerk, im Inhaltsverzeichnis, das sieht man hier, meine Bibliothek, so ähnlich sieht das aus, hat man jetzt im Übungsbuchteil ganz unten den Hinweis interaktive Übungen aus der Einheit 3. Und wenn ich das aktiviere, bekomme ich ein neues Inhaltsverzeichnis oder vielmehr bekomme ich diese Inhalte hier angezeigt. Und hier sehen Sie, da sind 16 Inhalte hinterlegt. Es beginnt mit Wortschatz, Getränke, lernen Sie die Wörter. Und eine Möglichkeit, die uns das Lehrwerk natürlich nicht anbietet, ist, dass diese interaktiven Assets auch Audio einspielen können. Das heißt, ich sehe etwas, das ist der erste Impuls. Ich klicke auf die Karte dreht sich, wir sehen das gleich mal im Video. Und dann sehe ich das Wort mit Artikel, also Nomen mit Artikel im Singular und im Plural. Und es wird auch direkt abgespielt. Ich kann es hören. Das unterstützt natürlich durch diese multiple Codierung das Lernen, das vertiefende Lernen, die neuronale Vernetzung und führt auch dazu, dass die Inhalte leichter abrufbar sind, weil ich auch schon die Verknüpfung habe von Schriftbild, Audio und auch noch einer Abbildung. Das kann ich sehr gut ablegen, sehr gut miteinander verbinden. Können wir das bitte kurz sehen? Also hier sieht man, wie jemand beispielsweise scrollt, eine Karte anklickt und hört. Dankeschön. Ich glaube, das genügt schon. Das Prinzip dürfte verstanden sein. Das heißt, wenn ich jetzt Kopfhörer drin habe, ich sitze im Bus, habe mal gerade sowas wie 5 Minuten, tolle Aktivität. Damit kann ich mich ganz gut auf den Unterricht vorbereiten oder auch Dinge noch einmal wiederholen, die ich wiederholen möchte. Ich zeige Ihnen mal kurz noch ein paar weitere Anwendungen, die wir hier haben. Wortschatz wird üblicherweise nicht nur jetzt mit diesen Flipkarten geübt, sondern auch mit einem Spiel, in dem man Paare finden und zuordnen muss. Also ich klicke eine Karte an, schaue, was ich da sehe oder was da steht und versuche, die zweite Karte dazu zu finden. Des Weiteren haben wir hier rechts abgebildet, auch geschlossene Übungen natürlich im Sinne von in diesem Fall Einfachauswahlübungen oder Mehrfachauswahlübungen. Allerdings haben wir uns sehr große Mühe gegeben, weil es auch zu den Grundprinzipien bei der Erstellung des Materials gehörte, dass wir hier nichts auseinandernehmen, was zusammengehört. Ja, also wir machen keine Übung, wo man nur Croissant anklickt und, oder Kaffee oder sowas hat, sondern versuchen wirklich, ich nehme ein Croissant als ganzen Satz anzubieten. Das sieht man auch an anderen Stellen. Also mehr Chunk-Ebene, mehr Wortschatz und Grammatik, so wie es alles zusammenhört in der gehört in der Präsentation für die Lernenden, damit sie es auch so zusammen lernen, damit sie es später genau so zusammen auch abrufen können. Ich glaube, aus Zeitgründen lassen wir mal diese Folie und ich gehe zur nächsten. Also dieses Video brauchen wir nicht. Auch interaktive Übungen sind zum Beispiel Diktatübungen. Hier links muss man Ziffern eingeben, also hören Sie die Preise und ergänzen Sie. Das ist ein sehr schönes Hörverstehen. Auf der anderen Seite sehen Sie aber auch, dass wir eine Übungsform haben, die mit einem Textmarker arbeitet. Das heißt, ich gehe einfach mit dem Finger auf den Monitor, steuere, in diesem Fall wird verlangt, das Verb an, und kann dann kontrollieren, ob ich alle Verben gefunden habe. Was lerne ich dabei? Einerseits nehme ich wahr, wo ein Verb im Satz steht und zum anderen geht es hier natürlich auch um die Verbkonjugation. Also ich sehe da schon gleich mehrere Sachen, aber so zusammen, wie sie auch zusammen in einem Satz mündlich oder schriftlich vorgefunden werden in der Realität. Können wir das mal kurz sehen? Sie sehen also alles richtig. Prima. Danke. Natürlich kann man dieses Prinzip
Textmarker auch in ganz anderen Kontexten anwenden, genauso wie man Audio nicht nur mit Wortschatz, sondern in anderen Verbindungen präsentieren kann. Das Angebot hier ist wirklich sehr reichhaltig. Es sind natürlich geschlossene Aufgaben oder Übungsformate. Ja, hier in dem Fall, wie gesagt, wären 16 Folien in der Einheit 3. Es können auch mal bis zu 28 oder 30 sein, je nachdem, was angeboten wird. Dann kommen wir jetzt zu den Plateaus. Da sind wir jetzt wieder im Lehrwerk. Jetzt haben wir wieder quasi das Buch in der Hand. Nach 4 Einheiten, Christina hatte es zu Beginn schon gesagt, gibt es jeweils ein 6-seitiges Plateau. In den Plateaus gibt es eine Doppelseite zur Telenovela Nikos Weg für Deutschlernende. Das ist ein Produkt der Deutschen Welle. Dann gibt es eine Doppelseite Literatur und noch eine Doppelseite Wörterspiele Training. Und diese 6 Seiten können Sie eventuell auch schon manchmal früher in den Unterricht reinnehmen oder eben nach 4 Einheiten, die Sie schon durchgenommen haben, je nachdem, wie Sie Ihren Unterricht planen möchten. Christina. Ja, wie gesagt, Plateaus kann man so ein bisschen flattern. Auf der einen Seite Nikos Weg mit den Aufgaben und Übungen zum Video. Und da war es uns eben auch wichtig, Videoübungen zu gestalten, die so ein bisschen den traditionellen Weg und die traditionelle Frage verlassen, was hast du gesehen? Ja, und kreuze an und beantworte 3 Fragen zu einem Video. Wir haben versucht, hier auch Übungen zu gestalten, die über das Traditionelle, wie gesagt, hinausgehen und auch das mal thematisieren, was man im Video eher so ein bisschen indirekt und durch die Blume und zwischen den Zeilen sieht. Auf A1 fangen wir so langsam damit an, also wenn jemand mit einem anderen telefoniert, dann hört man natürlich, wenn man sich das Video anguckt, nur den einen Telefonpartner. Die Telefonpartnerin am anderen Ende hört man nicht, aber an den Antworten zum Beispiel hört man, was die gesagt hat am Telefon. Ja, und dass wir sowas auch mal aufgreifen und ins Video mit reinnehmen und dazu Übungen dann auch gestalten. Wir können hier, und das ist das Tolle, mit der Deutschen Welle zusammenarbeiten. Wir haben Ausschnitte aus Nikos Weg hier bekommen, die wir neu didaktisiert haben. Also es ist nicht das, was Sie vielleicht von der Deutschen Welle und Nikos Weg bereits kennen. Da gibt es ja auch interaktive Übungen, sondern das sind komplett neu von uns gestaltete Videoübungen, die sich dann auf die einzelnen Ausschnitte aus Nikos Weg hier jeweils beziehen. Gucken wir uns vielleicht ganz kurz so den Ausschnitt aus Nikos Weg an, damit Sie einen Seeeindruck bekommen. Friederike. Was gibt es denn? Wir haben Apfelsaft, Wasser, Bier, Wein, Cola und Limonade. Also ich nehme ein Bier. Wir haben auch Kaffee und Tee im Angebot. Bier, danke. Alles klar. Für mich bitte einen Kaffee. Mit Milch und Zucker? Ja, mit viel Milch, aber wenig Zucker. Aber ich mach das. Was ist mit dir, Nico? Hast du auch Durst? Was möchtest du trinken? Cola, bitte. Alles klar, dann nehme ich Limonade. Okay, ich glaube, das reicht schon. Danke. Ja, Sie sind jetzt hoffentlich gespannt, wie es weitergeht. Nach Durst hat man natürlich Hunger. Sie haben gesehen, da sind auch Ansatzpunkte zur Sprachmittlung. Also Nico, Durst, was heißt das? Ja, es wird hier Sprachmittlung betrieben. Das heißt, wir haben hier unterschiedliche Ansatzpunkte, die wir in den Übungen im Videoteil dann auch jeweils mit umsetzen können. Aufgabenerweiterung ist auch in den Plateaus ein Thema. Auf der einen Seite also neue Übungsformate, die ein bisschen spielerischer angelegt sind, auch mit ja, Strategien, die hier aufgegriffen werden im Video. Wir haben ja gesehen, wie wird nach Hast du Durst gefragt und wie versucht sie zu übersetzen diese Frage, was er trinken möchte. Und hier geht es eben dann auch darum, Aufgabenerweiterung magst du? Und da
sollen eben die Lernenden sich selber oder sich gegenseitig fragen und die Strategien dann jeweils hier nutzen, die oben schon in der Übung angedeutet trainiert worden sind. Also auch hier wieder die Aufgabenerweiterung über das, was dann auch neu in den auf dem Smartphone dann jeweils mitgeliefert wird. Ja, dann das nächste, was Sie möglicherweise auch kennen, spielerische Übungsformate, Zahlen werden trainiert. Zahlen sind ja immer auch ein Problem bis C1. Ich sehe das auch immer wieder an unseren Studierenden, die alle mit C1 an die Uni kommen, aber Zahlen sind ein Horror für sie nach wie vor. Das heißt, wir müssen Zahlen immer wieder trainieren und wir trainieren Zahlen auch von Beginn an in unterschiedlichen Übungsformaten, auch mit spielerischen Übungen. Das sehen Sie in der 2. Und in der 3 dann wieder spielerische Übung Zahlenbingo, auch wieder abrufbar über das Smartphone. Also Hörtexte auch in den Plateaus und Hörtexte auch zur Literatur. Also das war auch ein Wunsch von Kolleginnen und Kollegen, wie gesagt, die gesagt haben, mach doch mal Literatur, mehr Literatur auch schon auf A1. Und wir können hier dann auch teilweise Literatur vertonen, vor allem dann, wenn es hier um Poesie in irgendeiner Form geht. Also, vielleicht kennen Sie das Gomringer-Gedicht Baum, Kind, Hund, Haus, das hier, mit dem hier gearbeitet wird. Das ist original so und man kann es sich auch anhören und kann hier also auch Sprechen üben, trainieren, wie man eben auch hier mit literarischen Texten mündlich umgeht. Zu literarischen Texten wird es ein weiteres Webinar geben von unserer Kollegin Tanja Schwarzmeier, die heute hier auch mit dabei ist. Hallo Tanja. Und ja, vielleicht nimmt der eine oder die andere von Ihnen auch an diesem Seminar oder Webinar teil. Ja, gucken wir zum Schluss nochmal rein, wie hier Kurs und Unterricht geplant und durchgeführt werden kann. Wie gesagt, nochmal die Frage auch, wie viele Medien nutze ich jetzt hier, um den Kurs zu planen und durchzuführen. Wie viele Medien brauchen unsere Lernenden auf dem Schreibtisch? Peter. Ja, also im Prinzip das Kurs- und Übungsbuch, das ist integriert. Das ist also ein Buch, wo alles drin ist. Im Kurs- und Übungsbuch finden Lernende eben den Hinweis, wie sie die PagePlayer-App runterladen können auf ihren Mobile Devices, also Handys, Tablets, Laptops und so weiter. Die Materialien, das sehen Sie da, sind online, aber auch offline verfügbar. Das heißt, ich kann auf meinem Handy genau das, was ich brauche, runterladen. Und wenn es mir zu voll wird, kann ich es auch wieder löschen. Es ist natürlich immer noch in der App und würde zum erneuten Download weiterhin zur Verfügung stehen. Textbuch, wie gesagt, und Handy, Laptop, Tablet, was auch immer. Skook ist natürlich interessant für alle Lehrenden und für alle Lernenden, die gerne mit einem E-Book arbeiten möchten. Das kann man natürlich als App auch offline nutzen. Auch dazu Hinweise vorne im Lehrwerk und auf den Webseiten vom Cornelsen Verlag. Den Unterrichtsmanager haben wir für Lehrende, etwas, der heißt jetzt UMA Plus. UMA kennen Sie vielleicht schon, der ist erneuert worden. Es gibt neue Features und damit können Sie eigentlich Unterricht sehr gut durchführen und planen. Das heißt, Sie können auch dort das Buch als E-Book aufrufen und das Ganze offline nutzen. Falls Sie mal irgendwo doch kein Internet haben, könnten Sie also Inhalte projizieren und auch auf Ihre Unterrichtsplanung zugreifen. Ja, und dann auch jetzt Lernumgebung, ein Learning Management System, Blink. Vielleicht kennen Sie das schon, dort ist das E-Book. Es ist ein System, das Lehrenden bestimmte Möglichkeiten gibt, einen Kurs zu verwalten, einen Kurs vorzubereiten. Lernende können direkt an diese Plattform Aufgaben, die sie gelöst haben, schicken. Sie können dort auch eine Fortschrittsmessung festhalten, also den Lernerfortschritt hinterlegen und so weiter. Lernende haben darüber wieder Zugriff auf alle Materialien, die dieses Lehrwerk bietet, die für Lernende eben wichtig sind aus dem Kursbuch und aus der App. Und auch das ist online und offline verfügbar. Der Produktkranz
sieht in etwa so aus. Es gibt also auch Vokabelhefte, Testhefte, die ganz normalen analogen Produkte, genauso wie ziemlich viele digitale Produkte mittlerweile von der Vokabeltrainer-App über die Webcodes, über die man dann auch wieder Inhalte ansteuern kann, bis hin zum E-Book aufs Cook und so weiter. Das sollte Sie überhaupt nicht verwirren. Wenn Sie das Buch haben und da reinschauen, dann sehen Sie ganz genau, eigentlich minimal brauchen Sie für den Unterricht das Lehrwerk, das ist das Ankermedium, das ist ganz wichtig, das Übungsbuch ist schon mit drin und im Lehrwerk finden Sie alle weiteren Hinweise und können sich dann entscheiden, möchten Sie zum Beispiel oder Lernende können sich auch entscheiden, ob Sie mit dem E-Book arbeiten möchten, dann übers Cook gehen oder sofern Sie die Möglichkeiten haben, in Ihrer Institution mit einem Learning Management zu arbeiten, das wiederum zu nutzen. Also hier gibt es vielfältige Möglichkeiten und das Team von Cornesen unterstützt Sie auch da bei der Auswahl sehr gerne und würde Sie sicher auch kompetent beraten. Ja. Ja, last but not least, Christina, gestern. Ganz neu, seit gestern sind wir stolze Preisträger im BELMA Award. Best European Learning Materials Awards sind gestern verliehen worden und wir sind mit das Leben A1 ausgezeichnet worden. Da sind wir ganz stolz drauf. Wie gesagt, das ist so die letzte Nachricht. Wie kommt das Leben auch draußen an? Und ja, so eine Auszeichnung, denke ich, ist für uns auch eine ganz schöne Bestätigung. Erstmal, dass Expertengremien das immerhin für einen Preis vorgesehen haben. Das hat, wie gesagt, gestern erst stattgefunden. Ja, ich denke, wir haben noch so 5 Minuten oder vielleicht ein paar Minuten mehr, um zu gucken, sind Fragen noch im Raum, was möchten Sie noch wissen, was ist auch bis jetzt im Chat gelaufen. Ich habe auch so ein paar Sachen noch notiert, die wir gleich auch nochmal besprechen können, deswegen feuerfrei auch für Ihre Fragen im Chat. Dass sich so ein Lehrwerk nicht alleine schreibt, ist auch klar. Wir sind ein ganzes Team. Auf den Fotos sehen Sie so das Kernteam von A1, also Hermann Funk, Laura Nielsen, Rita von Eggeling und ich, die also das Konzept entwickelt haben und auch das mediale Konzept entwickelt haben. Und dann gibt es natürlich viele Kolleginnen und Kollegen, die außerdem noch mitgearbeitet haben, die zum Beispiel im Übungsbuch als Übungsbuchautorin tätig waren, die den Literaturteil erarbeitet haben, die den Phonetikteil erarbeitet haben. Also so ein Produkt können Sie sich ja vorstellen. Ich beantworte gerade schon ein paar Fragen parallel zu dem, was die gesagt hat. Da hängen viele, viele Kolleginnen dran, auch in der Verlagsredaktion, die uns hier eine Frage, unterstützen. Ja, es ging mal die Frage darum, ob man mit dem Buch auch autodidaktisch arbeiten kann oder ob das wirklich ein Buch ist, das komplett nur für den Friederike, wie sieht es aus? Gibt es offene Fragen? Für den Kursunterricht geeignet ist. Also es ist sicher kein Selbstlernmaterial. Ne? Es ist wirklich angelegt für den Kursunterricht, weil wir auch nicht nur eine Lehrperson brauchen, sondern so von unserer Idee her, Sprachenlernen ist ja auch ein sozialer Akt, ein sozialer Prozess. Das heißt, das macht man mit anderen zusammen, man tauscht sich beim Lernen auch aus, man redet über Themen, man nimmt Sprache in den Mund und kommuniziert. Mündlich oder schriftlich, dazu braucht man Partnerinnen und Partner. Deswegen, wir haben also nach wie vor das Kurs- und Übungsbuch mit den digitalen Bestandteilen so gestaltet, dass es eben wirklich in Kursen laufen sollte. Nicht als das sieht man auch an vielen interaktiven Anwendungen. Zum Beispiel haben wir ja nur eine Auswahl jetzt zeigen können, aber diese Aufgabenerweiterung ist schon so gedacht, dass ich beispielsweise in der Einheit, in der es darum geht, Essen zu bestellen im Lokal, da habe ich eine Reihe von Fotos und kann eins auswählen. Die habe ich auf der App, auf dem Handy. Und dann halte ich suche eins aus. Da sieht man zum Beispiel irgendeinen Eintopf oder ein Gericht.
das ich vielleicht nicht kenne. Ich kann das Handy Christina hinhalten und fragen, sag mal, Christina, ist das Gut, scharf? danke. Ich würde, das heißt, bevor jetzt sozusagen sich alle Teilnehmer verabschieden, würde ich noch kurz darauf hinweisen, wir haben also ohne ein auch einen Freischaltcode für Sie, für, wenn Sie sich jetzt Lust haben, sich das Leben nochmal genauer anzuschauen, können Sie sich das E-Book für 30 Tage freischalten mit dem Code, der hier eingeblendet ist, auf der unserer www.skoog.de-Seite. Und wenn Sie Fragen haben, gerne immer an mich oder auch an die Kollegin. Ich schreibe meine E-Mail-Adresse nochmal in den Chat. Wenn Sie jetzt so schnell den Code nicht bekommen, können Sie uns auch kontaktieren. Geben wir Ihnen auch gerne so nochmal. Und dann würde ich Ihnen gerne auch noch unsere Teilnehmerbestätigung und auch ein Infoblatt bezüglich unserer digitalen Medien noch zur Verfügung stellen. Sie können jetzt beide Dateien herunterladen. Ich lasse das erstmal so stehen, schreibe nochmal meine E-Mail-Adresse in den Chat. Ich hatte keine weiteren Fragen mehr gesehen im Chat, also wenn Sie noch was haben, gucke ich nochmal ganz kurz in den Chat, ob noch was kommt an Fragen. Ihr seht es ja auch. Ja, genau, ob man natürlich würden wir Sie bei einer Einführung immer unterstützen, wo wir können, also bei uns intern im Team und dann müssten Sie uns einfach kontaktieren und wir würden auf jeden Fall versuchen, Ihnen, wir können auch eine Fortbildung neue Frage anbieten von Frau Hab, ne? für das Kollegium, wenn sozusagen das Lehrwerk eingeführt wird. Das kann man auf jeden Fall organisieren. Darf man den Code an die Lernenden weitergeben? Ich hatte die Frage gerade schon mal so beantwortet. Also wenn Sie das Printbuch enthält das E-Book, also den Code für das E-Book, und damit können Sie sozusagen auch, haben Sie beides Printbuch und E-Book oder das E-Book ist separat käuflich auch erwerblich. Meinen Sie, ich weiß nicht, ob Sie jetzt meinen, ob Sie diesen Freischaltcode für 30 Tage an die Lernenden weitergeben. Ich nehme mal an, das ist, was Sie meinen. Sie können das natürlich machen, natürlich. Nach 30 Tagen ist der Code nach der Aktivierung dann nicht mehr gültig, das stimmt. Also generell geben wir ihn natürlich eher an die Lehrenden, denn die müssen sich ja das Lehrwerk auch angucken. So, sonst sehe ich erstmal keine Fragen. Ich schreibe auch nochmal meine Kontaktdaten rein. Gut. Ich sehe keine Fragen mehr an euch beide. Genau. Ich danke euch erstmal. Ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme und wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Donnerstag. Na dann viel Spaß beim Ausprobieren. Und uns erstmal dann auf Wiedersehen. Genau. Bis bald. Das Leben Tschüss. Steckt voller Überraschungen. Ist noch viel mehr drin, als wir zeigen konnten. Viel Spaß. Und